Hallo und herzlich willkommen in meinem Lieblingsgebiet in Dark Souls, Anor Londo. Ja, nach dem sehr spontanen Cliffhanger in der letzten Folge, der mir einfach mal so spontan durch den Kopf gegangen ist, sind wir jetzt hier in Anor Londo und erfahren jetzt endlich, was sich am Gipfel dieser Klippe befindet, wo wir ja immer nur so, teilweise so ein paar Mauern sehen konnten. Und wir wissen jetzt, warum es unten immer so dunkel ist. Einfach weil diese riesige Stadt hier das komplette Sonnenlicht für sich beansprucht. Aber seht euch das an, dieses Level. Ach, es ist wunderschön. Und man kann relativ viel... Gut, ich will es jetzt nicht übertreiben. Ich könnte jetzt mal sagen, wir können jetzt nicht unbedingt hier die ganz entferntesten Häuser da hinten erkunden. Aber wir werden auf jeden Fall da auch nicht lang gehen. Aber dieses Schloss hier werden wir natürlich sehr ausführlich erkunden. Wir werden uns da hinten noch umsehen in diesem... Ja, was das ist, das werde ich mal noch nicht verraten da oben. Aber wir werden uns sehr... Wir werden sehr viel sehen von dieser Stadt. Ich mag das Gebiet sehr, sehr gerne. Und... Eigentlich könnten wir umkehren. Ich möchte nur noch schnell... Mir fällt übrigens gerade auf, wir haben beim Bosskampf keinen einzigen Estus-Flakon gebraucht. Ich möchte mir nur noch schnell ein paar Kleinigkeiten hier holen, wenn wir eh schon gerade da sind. So, hier haben wir eine weitere Version der Turmritter, könnte ich sagen. Mit dem Unterschied, dass die noch größer sind als die, die wir bisher getroffen haben. So, wenn wir ganz vorsichtig sind... Können wir ihm den ersten Pfeil schon mal verpassen. Und wenn wir dann Glück haben... Nein, haben wir nicht. Ja, dieser Schild, der blockt einfach gnadenlos alles weg. Oh, das war knapp. Die können gut Aua machen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Dieser blöde Schild halt einfach wirklich alles blockt. Hau mit dem Schild auf den Boden. Ihr seht ja schon, was das Ausdauer zieht. Okay. Falls ihr euch an dem hier übrigens noch nicht satt sehen könnt, wir werden die hier en masse treffen. Ich kann es euch versprechen. Okay. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Du bist groß und du machst mir Aua. Und tötest mich auch gleich, wenn ich nicht aufpasse. Schnell, Flakon. Gut, schlecht. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Situation halten soll. Hier ist es übrigens sehr von Vorteil, wenn man schnell und wendig ist. Was wir glücklicherweise gerade nicht sind. Und halt, ich wollte eigentlich mit dem Speer zuhauen. Und jetzt gib doch auf, verdammt nochmal. Okay, jetzt haben wir eventuell gleich ein Problem. Nicht, wenn du mit dem Schild zuhaust. Das ist nett von dir, dass du ein bisschen Rücksicht auf arme, kranke, langsame Leute nimmst. Ja, ja, du hast nochmal zu, ich weiß ja. Ich weiß, du hast besondere Bedürfnisse. Du möchtest zum Beispiel gerne sterben. Und mir nicht mal was fallen lassen, alter Geizhals. So. An den beiden Gesellen hier können wir uns recht schön vorbeischleichen. Und halt. Da drüben könnten wir auch rein. Da sieht man auch schon ein bisschen, dass da auch zwei von diesen Riesenrittern stehen. Wir wollen jetzt aber erstmal hier rein, denn da gibt es ein Leuchtfeuer. Und anhand der Größe der Flamme kann man ja schon sehen, dass das ein entfachtes ist, das uns automatisch 10 Flakons gibt. Das liegt an dieser reizenden Gestalt da hinten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war schon eine Frau. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ja, wir könnten hier unseren Estus-Flakon verstärken, wenn wir eine Feuerhüterin-Seele haben. Ironischerweise bekämen wir eine, wenn wir sie töten, aber dann können wir unseren Estus-Flakon nicht mehr verstärken. Zumindest nicht bei dieser Feuerhüterin, weil sie ist ja tot. Außerdem könnten wir dann dieses Leuchtfeuer hier nicht benutzen. Und das ist mir eigentlich ein sehr gern gesehenes Leuchtfeuer in diesem Gebiet, denn das Gebiet ist groß. Es ist sehr groß und es hat die
meiner Meinung nach fieseste Stelle im ganzen Spiel, die ich einfach nur widerlich finde. Und die uns sicherlich auch den ein oder anderen Tod bescheren wird. Denn egal wie oft ich dieses Spiel durchspiele, an einer Stelle hier in Anor Londo, Leute, die das Spiel gespielt haben, werden wissen, welche ich meine. Ja, an der könnte ich jedes Mal wieder verzweifeln und jetzt erstmal brauchen wir eigentlich keine Heilung. Nehmen wir doch mal die Feuerkugel. Haben wir zwar nur 6 Ladungen, aber die macht schön Schaden. So, ich möchte mich jetzt aber gern in den großen Hallen jeweils mit den Riesenrittern anlegen. Ich denke, wir kümmern uns erst um die hier, denn die anderen beiden sind ja dann unser Rückweg. Denn jeder von denen bewacht etwas. Und ich möchte natürlich alles davon haben. Eigentlich hätten wir auch ein bisschen leveln müssen, sollen. Wir hätten etwas leveln sollen, genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Denn wir brauchen für den Ring ja nur 15.000 Seelen. Aber was soll's. Du kriegst jetzt erstmal das. Und das. Oh, das macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Können wir ja gleich. Naja gut, immerhin geht's aus der Distanz. Ja. Ja, du machst das ganz toll. Du kannst auch richtig super hüpfen. Wir sollten bei denen auch besser auf Pyromantie greifen. Ich traue mich gerade aber nicht wirklich zu wechseln. Doch, ich traue mich. Voll reingelegt, ich traue mich. Volle Kanne, jetzt sagst du nichts mehr. Ah. Dieser verdammte Schild. Wir können diesen Schild bekommen von denen, aber... Beziehungsweise wir kriegen den nicht von denen, aber wir haben eine Möglichkeit, an diesen Schild zu kommen. Aber da ist er nicht wirklich ganz so gut. Es ist ein guter Schild, will nichts dagegen sagen, aber so immens wie bei denen blockt der, den wir bekommen können, nicht. So, das bisschen hau ich dir jetzt so raus. Na, na, na. Da! Das Timing für die Rolle habe ich noch nie so wirklich gefunden. Zumindest nicht mit einem langsamen Charakter. Darf ich eigentlich schon wieder heilen? Wenn wir etwas schneller wären, wäre diese Rolle überhaupt kein Problem. Aber so, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Ich sehe es schon kommen. Die kann allgemein nicht schaden. Denn... Oh, früher oder später wird auch diese Rüstung ihren Dienst quittieren müssen. Denn in diesem Gebiet bekommen wir auch die beste Rüstung im Spiel. Das muss man ja auch mal sagen. Also es ist ein sehr großzügiges Gebiet. So. Hier geht richtig die Action ab und hier gibt es auch meiner Meinung nach den besten Schmied im Spiel. Oder sagen wir mal den praktischsten. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ja, das machst du toll, das machst du supi, machst du das. Und ich hau natürlich wieder volle Kanne den Zauber in den Schild rein. Okay, wir haben noch eine Feuerkugel, die werden wir sinnvoll nutzen. Ich werde sie wahrscheinlich total verprassen und... Ich weiß, was du tun willst und es gefällt mir überhaupt nicht. Der will jetzt den anderen auch noch anlocken, der da draußen steht. Hau, hau zu, hau zu! Aber bitte nicht, wenn ich noch in deiner Reichweite bin. Dankeschön. So. Ja, du kannst ganz supi, kannst du hüpfen. Ich hab doch geblockt. Wie er mir halt durch das Blocken durch noch Schaden macht. So. Dafür kriegst du... Ja, genau da wollte ich den hinschmettern. Ah, okay, wir brauchen... Nein, ich wollte nichts trinken. Alter Säufer! Ich wollte doch nicht, dass du etwas trinkst. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich stelle mich aber gerade auch echt blöd an. Das. Ich kann es ihm gar nicht verübeln. Ich stelle mich gerade so dämlich an. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten beim Lavastromdämon. Ach, weißt du was? Du kriegst jetzt. Und ich piek's natürlich in den Schild rein. So. Zwischen den beiden durch. Und schon haben wir unsere Ruhe vor dem Schild.
Was wesentlich angenehmer ist, als davor wegzurollen. Ach, lass mich doch einmal zaubern. Natürlich stunne ich ihn erst, nachdem mich der Schild getroffen hat. Wieder zwischen der Beine. Und das mit dem Anvisieren ist hier eher suboptimal. So. Tod. Du bist eines Todes gestorben. Den Drassen zu erledigen lohnt sich noch nicht, denn da müssen wir noch nicht hin. So. Und hier achten wir jetzt immer schön auf die Kette. Na? Wer erkennt den Unterschied? Finde den Fehler. Das nutze ich jetzt gleich mal aus und zack und zack und zack und zack und zack. Mit einer anständigen Waffe kann man die erledigen, noch bevor sie überhaupt aufgestanden sind. Und auch wenn ich ein sehr großer Fan vom Blitzspeer bin, so toll ist er in unserem momentanen Levelzustand leider noch nicht. So. Jetzt dürfte ich dich aber töten können, wenn du nicht wegspringst. Und ich sollte ein bisschen auf meine Heilung achten, denn ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier Karate Kid nicht überleben, wenn er mir jetzt in den Kopf beißt. Ich finde schon echt komisch, wie die hier so rumwirbeln. So, was hast du denn Schönes? Eine Kristallhellebarde. Und hier kriegen wir ein Funkeltitanit. Das ist ein sehr, sehr praktisches Erz. Und was haben wir hier? Einen hässlichen Fettsack mit einem riesigen goldenen Hammer. Was hat das wohl zu bedeuten? Naja, so weit, so gut. Wir haben die beiden Riesenritter und den Mimik besiegt und haben gerade mal 8 Estus-Flakons dafür gebraucht. Das ist ja gar nichts. Und wir haben eine Kristallhellebarde bekommen. Ich kann sie ja mal zeigen. Ja, man sieht natürlich, das Ding geht total ab, aber es ist halt eine Kristallwaffe, eine Robustheit von 20. Und die Dinger lassen sich nicht so ohne weiteres reparieren, wie es bei anderen Waffen der Fall ist. Und ich persönlich bin kein großer Fan der Kristallhellebarde. Wir sollten auch demnächst uns mal die Reparaturkiste und so weiter beim nächstgelegenen Schmied holen, dann können wir nämlich unser Zeug mal selbst reparieren, wenn wir eh gerade beim Thema waren. Und wir könnten auch mal aufsteigen. Und wie ja schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch etwas Kondition. Und damit erreichen wir auf jeden Fall Level 50. Und ich möchte aber eigentlich auch Zauberei. Und wenn ich jetzt nochmal Level reichen, die Seelen nicht mehr für den Ring. Das möchte ich nicht. Also wir gehen lieber mal 2 Punkte. Moment, kriegen wir hier schon einen neuen Zauberei-Slot? Nee. Nee, wir gehen lieber mal noch etwas auf Kondition. Das kann im Moment wirklich nicht schaden. Und im Moment wirkt sich's ja auch noch relativ gut aus. Später steigt das nicht mehr so rapide an pro Level. Aber im Moment, es ist noch ganz gut. Ich glaube, bis ungefähr 40 lohnt sich's noch und danach steigt's nur mäßig bis teilweise sogar beim Leveln überhaupt nicht. So. Ich wechsle wieder auf die Pyromantie-Flamme. So. Wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, kriegen wir damit auf jeden Fall mal den ersten von beiden down. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man die Guten nicht beide gleichzeitig anlockt, denn das ist ein wenig ekelhaft. Bin, glaube ich, auch gerade auf dem besten Wege, beide anzulocken. Nein, es hat hingehauen. Sehr schön. Komm her. Nix da, ich komme nicht näher, solange wir noch so nah an deinem Freund sind. Ich kenne eure Spielchen. Ja, ja, mit der Hellebarde zuhauen, das sind auch eure Spielchen. Wo wirfst du denn hin? Ich weiß nicht, ob das besser funktionieren würde, wenn ich ihn nicht anvisiere. Ich glaube nicht. Okay, wir können es ja mal einfach versuchen. Ah. Ich glaube nicht, dass meine Trefferchancen besser sind. Obwohl, jetzt kann ich ihn ja schön treffen. So. Den Rest können wir wieder mit... Ah, piekst doch nicht in den Schild rein.
Das bisschen, das kriegen wir jetzt so auch noch weg. Komm, einmal noch. Und tot. Aber es hat meine komplette Ausdauer geleert. Ja. Ist aber auch nicht weiter tragisch. So, jetzt musst du dran glauben. Ich probiere jetzt einfach mal was Blödes. Kamikaze! Hey, das klappt ja sogar. Naja, es würde klappen, wenn ich ihn treffen würde. So. Pieks. Pieks. Ja, tu doch. Jetzt hätte ich ihm ja schwer zwischen die Beine schlüpfen können. Aber er ist tot. So. Dann schauen wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Hier gibt es nichts. Mhm. Das ist doch auch mal was. Und hier gibt es eine sichere Truhe. Mit einem Dämonen-Titanit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich im Kopf, dass es hier auch nochmal eine Truhe mit einem Dämonen-Titanit gab. War das gepatcht? Ich oder bin ich gerade nur zu unfähig? Ich dachte eigentlich, dass es hier auch zwei Truhen gab und in jeder jeweils ein Dämonen-Titanit war. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich gerade an der völlig verkehrten Stelle. Schauen wir uns doch auch hier mal die schöne Statue an. Ein Typ mit einer mit einem Löwenhelm und einer riesigen, ja, Lanze kann man nicht sagen, es ist eher ein Speer. Mit einem riesigen Speer. Hat sicher auch überhaupt nichts zu bedeuten, genau wie der Typ mit dem Hammer. Ich würde sagen, mit all dieser Erkenntnis machen wir uns wieder auf den Heimweg. Du erwischst mich eh nicht. Ja, du genauso. Ignorierst du mich etwa? Natürlich. Ja, klar. Du denkst, ich bin es nicht wert, gegen dich zu kämpfen. Ja. Ist egal. Du verletzt gerade überhaupt nicht meine Gefühle. Blöder Mistsack. So. Jetzt zeige ich euch mal ganz einfach, wie wir wieder zurückkommen. Nämlich genau, wie wir hergekommen sind. Mit diesen netten Gesellen hier. Und wieder epische Zwischensequenz. Dark Souls ist eins der Spiele, wo es mir jetzt weniger ausmacht, in die Zwischensequenzen reinzureden, weil in Dark Souls in den Zwischensequenzen allgemein relativ wenig geredet wird. Mal abgesehen davon, dass eins von diesen Viechern mal macht, gibt's da eigentlich nicht viel. Und schon sind wir wieder zurück auf dem Dach von Sens Festung. Wo wir uns jetzt noch einiger Dinge annehmen werden. Zunächst, womit fangen wir denn am besten an? Also als allererstes, ja, du bist auch wieder da, ich weiß schon. Du darfst auch gerne sterben, du bist da herzlichst dazu eingeladen. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang und dann hüpfen wir einfach mal dahin. Und dann holen wir uns jetzt zuallererst mal den Ring. Ich werde mal ein bisschen Anlauf nehmen. Das wäre fast ins Auge gegangen. So. Du, Ring, her damit. Blöder Stuhl. Ring! Ring! Nicht bla! Ja. Ja. Lauf mich voll zu labern und gib mir den Ring. Wir werden ihn. Ja, bla bla bla. Ja, da redet einer ganz, ganz gerne. Da redet einer voll gerne. So. Jetzt haben wir den Ring und jetzt haben wir die Festung vor uns. Also die Geheimnisse der Festung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag die Geheimnisse der Festung nicht. Ich stürze mich jetzt einfach in den Tod. Wow, ich wäre sogar fast draufgegangen. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so viel Schaden macht. Naja, auf jeden Fall gibt es hier noch eine Armbrust. Ob sich das gelohnt, dafür lohnt, hier fast gestorben zu sein? Ich denke ja nicht. Oh Gott, ich habe das mit wesentlich weniger Schaden in Erinnerung. Ja, dafür kann man jetzt hier schön
einen Sturzangriff machen. Und das ist nicht mal ein Instant-Kill. Ach komm! Ich will dich doch nur von deinem Leid erlösen. Du willst es doch auch. Gib's zu. Wow. Das wäre jetzt fast noch ins Auge gegangen. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass das so einen immensen Schaden macht. Naja, ich würde sagen, als allererstes mal zurück zum Leuchtfeuer. Und ich glaube, wir können uns sogar noch ein Level gönnen mit den konsumierbaren Seelen, die wir ja dabei haben. Und wir müssen sowieso noch ein bisschen was umskillen. Ich glaube, wir werden uns auch gleich um die Titanitwächter unten kümmern. Ich habe da schon so eine Überlegung, wie wir die angehen werden. Jetzt erstmal, wie viel brauchen wir denn? Das kriegen wir hin. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Stolzer Krieger. Könnte sogar schon reichen. Wie man halt alle irgendwie alles, was kleiner als 1000 ist, ignoriert man immer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich gucke immer nur auf die Tausender. Alles andere interessiert mich bei einem weniger. Und das knappt so. Das klappt sogar relativ knapp. Gehen wir nochmal einen Punkt in Kondition. Das schadet sicher nichts. So, für die Secrets hier. Wir hätten es gerade eben auch schon gut gebrauchen können. Die Sturzkontrolle brauchen wir da auf jeden Fall. Denn bei ein paar der Secrets werden wir sonst auf jeden Fall sterben. So, schwer. Ich glaube, ich bleib bei den... Nein, ich bleib doch bei den schweren Seelenpfeilen und werde mal den Feuerball benutzen, weil wir den einfach öfter einsetzen können. Wir werden eh bald bezüglich der Seelenpfeile eine sehr, sehr gute Alternative kriegen. Bei der mir gerade einfällt, dass es da gut gewesen wäre, sich ein paar Seelen aufzusparen. Aber was soll's. So. Ich bin gespannt, ob ich alles auf Anhieb finde, denn auch wenn wir uns relativ gut bisher durch die Festung bewegt haben, jetzt kommen die Stellen, an denen ich mich auch gerne mal verlaufe. So, zunächst mal schalten wir dich aus. Nicht, weil du was mit einem Secret zu tun hast, sondern weil du mir sonst auf den Keks gehst und in den Tod springst. Da unten sehen wir schon eins der Secrets leuchten. Das ist uns auch schon ein kleiner Hinweis, wo wir lang müssen. Wir werden aber jetzt erstmal dort entlang gehen. Und genau dafür brauchen wir die Sturzkontrolle, denn da geht's weit runter. War das schon der, wo es so weit runter geht? Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal, es geht da weit runter. Und wenn es wirklich weit runter geht, dann sage ich, ja, seht, da habe ich von Anfang an gewusst. Das ging sogar noch. Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt noch hier runter. Oh Gott, ein Glück haben wir diesen Sturz überlebt. Und dann nochmal hier runter. Und jetzt sind wir... Im Grunde sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Aber es lohnt sich, dass wir jetzt wieder hier sind. Zum einen, weil wir hier jetzt Schlangen meucheln können. Und wenn du mich da runter schubst, ich sag es dir. Wehe! Nicht schubsen! Komprende! So. Wir werden uns jetzt erstmal, man hat es ja eh gerade schon leuchten sehen und... Nein, hier gab es keine Schlangen mehr. Da ist es schon. Das ist ganz praktisch. Das ist nämlich der Wappenring ruhender Drache. Den wir uns, wenn ihr euch vielleicht erinnert, auch bei dem Magier am Feuerbandschrein kaufen könnten. Aber hier kriegen wir ihn für lau. Das ist doch immer gut. Gratis ist immer besser als ungratis. Und ja, das ist ein Wort. Der Träger verursacht keine Geräusche. Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Drachenschule von Winheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Kurzum, wir sind jetzt, wie ihr vielleicht merkt, wir können ja mal den Vergleich anstellen. Vorher. Ach, da bist du gelandet. Schön, wie man immer wieder auf alte Bekannte trifft. Jetzt wissen wir wenigstens, wo das hinführt. Jetzt machen wir einfach mal nachher. Was für einen Vorteil das hat? Naja, ganz einfach. Die Gegner können uns entsprechend jetzt schwerer hören. Und wir können uns so viel besser anschleichen. Wir sind quasi etwas getarnt vor den Gegnern. Was natürlich sehr praktisch ist. So.
jetzt können wir uns auch gleich um die Titanit-Dämonen kümmern. Bevor wir das allerdings tun, würde ich sagen, wir haben jetzt doch schon ein bisschen was wieder erreicht in diesem Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann, euer Pago.